Das alles wird bald Geschichte sein. Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Schaufelradbagger und Kohlegrube werden das Zeitliche segnen. Die Kraftwerke allerdings bekommen womöglich eine dritte Chance. Der Umbau auf Gasbefeuerung wäre Leben Nummer zwei. Aber durch den Wandel zum Wärmespeicherkraftwerk kann ein Kohlemeiler CO2-neutral betrieben werden. Stellen Sie sich einen großen Behälter, 30 Meter im Durchmesser, vor, der mit heißem Salz gefüllt ist. Heißes Salz hat Temperaturen zwischen 200 und 400 Grad. Und wenn wir aus diesem heißen Salz die Wärme entnehmen und daraus Dampf erzeugen, dann können wir damit genauso eine Dampfturbine antreiben und genauso Strom erzeugen, wie das bisher im Kraftwerk der Fall war. Dabei werden bereits erprobte Technologien eingesetzt. Wind- und Solarkraft, ein Tauchsieder salopp gesagt, ein Wärmespeichermedium, meistens ein bestimmtes Salz, und eine Dampfturbine, die aus der Wärme später wieder Strom erzeugen kann. Nötig sind im Prinzip nur zwei Tanks, ein heißer und ein kalter. Wir können davon ausgehen, dass die Integration oder dass der Umbau eines Kohlekraftwerks Geld kostet, aber er ist preiswerter als ein kompletter Abriss und ein kompletter Neubau eines Systems bestehend aus Windkraftanlagen und Batterien. So die große Lösung. Auf der Energy Storage in Düsseldorf gibt es aber auch kleine Lösungen für Hauseigentümer, die in Zukunft ihren Strom selbst speichern wollen oder müssen. Zum Beispiel diese Batterien mit Salzwassertechnologie. Für den Keller oder die Garage mit 5 bis 30 Kilowattstunden Kapazität. Umweltfreundlich, absolut sicher, ohne seltene Rohstoffe und ohne extra Genehmigung zu installieren.